Hey Leute und willkommen zu einer Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Duneville, Größe 4x4. Endlich mal wieder Bed Wars, Leute, nach einer langen Zeit jetzt ohne. Ich weiß gar nicht mehr wann, aber auf jeden Fall vor Weihnachten. Also ist schon ordentlich. Mit Facecam mal wieder. Also ich weiß nicht, ob ich sie drin lasse, weil im Moment gefällt sie mir nicht, weil ich einfach, die Beleuchtung ist total scheiße. Guckt euch mal, falls sie drin ist, guckt euch mal hier die Schatten auf der Gesichtshälfte an jetzt. Gruselig, oder? Egal. Ich denke, ich lasse schon drin. Und wem jetzt... Wow, wir wurden gekickt. Geil. Naja, dann gehen wir mal... Hä? Wir fallen, Leute, wir fallen. Dann gehen wir mal Uncut hier in die nächste Runde. Nämlich in... Aridia? Aridia? Sollen wir in Aridia? Was ist denn jetzt bitte kaputt? Dann gehen wir... Okay, Bergwerk ist voll. Dann gehen wir doch in Aridia. Müssen wir ja wohl. Aber dann können wir uns ein Team aussuchen, gehen wir in Blau. Weil Blau ist cool. Blau ist die Farbe des Meeres und das Meer steht für die Freiheit. Alles klar. Wir schweifen schon wieder zu sehr ab. Also, wem noch was in der Facecam auffällt, der kann mir ja mal Bescheid sagen. Also, der schreibt es jetzt bitte in die Kommentare. Ich zähle jetzt von 3, 2, 1 runter so. Und dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, was euch aufgefallen ist. 3, 2, 1. Krass, oder? Die Auflösung kommt jetzt. Ihr seht, ich habe kein Headset auf. Oh nein. Das ist nämlich kaputt. Und ich habe im Moment kein neues. Aber ich habe mir eins bestellt. Aber solange muss ich halt diese schönen Handy-Kopfhörer hier tragen. Das mag ich nicht so, weil ich mag es nicht, wenn man PC mit solchen Kopfhörern spielt. Mit solchen In-Ear-Kopfhörern. Außerdem haben die nur Stereo-Sound und die anderen hatten jetzt 5.1 Surround. Aber jetzt, die neuen, haben dann 7.1 Dolby Digital Sound. Was ziemlich geil ist. Das heißt, ich höre den Sound aus 7 Richtungen, das wäre jetzt nicht so geil. Freue ich mich schon drauf auf die. Das sind nämlich die Logitech G633. Das sind so die neuesten Lautsprecher von Logitech. Nur nicht wireless, sondern halt kabelgebunden. Weil da habe ich gehustet, weil ich die eh nur am PC benutzen werde. Deswegen können die ruhig kabelgebunden sein. So Leute, es gibt endlich mal wieder Bed Wars. Mal gucken, wie wir uns schlagen. Weil das letzte Mal, dass ich tatsächlich Bed Wars aufgenommen habe, war bei der letzten Bed Wars Aufnahme. Und die ist ja schon eine gute Zeit her. So, wir bauen uns direkt in die Mitte. So viel weiß ich zumindest noch. Los geht's, Leute. Los geht's. Bam, 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 bam. Bam, boom, wow, das sind doch Skills, oder? Ich wollte immer mal dieses lernen, dass man so baut und dann los ist und dann wieder so und dann baut und dann so. Das wollte ich unbedingt mal lernen, kann ich bis heute nicht. Wird jetzt auch mal drauf geschissen, ne? Habe ich bis heute auch noch nie wirklich gebraucht. Gib mir die Bronze, nice. So. Ich hoffe, Leute, auf diesem Wege... wünsche ich euch allen nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen ins Jahr 2016. Das letzte Jahr verging meiner Meinung nach so unglaublich schnell. Und es war für uns auch ein echt cooles Jahr. Upsala. Weil wir haben 5000 Abonnenten dazu bekommen. Das war aber nicht sehr freundlich. Wir haben 5000 Abonnenten dazu bekommen. Springt doch mal darüber und macht den kaputt. Achso, der ist ja gar nicht mehr. 5000 Abonnenten dazu bekommen. Sage ich jetzt zum 400. Mal. Aber ist auch okay, weil das ist echt eine große Zahl für uns. Und ich weiß gar nicht, ob und inwiefern wir das in 2016 noch toppen könnten. Aber wenn es machbar ist, das zu toppen, wäre das natürlich richtig krass, wenn wir dann so 400 Milliarden Abonnenten dazu bekommen würden. Spaß. Das ist schon jetzt mittlerweile eine echt große Zahl, mit der wir hier zusammen arbeiten. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Macht auf jeden Fall richtig Spaß und ich hoffe, es geht so weiter. Also, wenn ihr Bock habt, das zu toppen, dann toppt das so einfach mal. Also, ich wäre dabei. Und da spreche ich mit Sicherheit auch aus den Mündern von Tobi und Flori. Achso, genau. Apropos Tobi und Flori, deswegen kann ich jetzt auch mal direkt ansprechen, warum in letzter Zeit so wenig Arc kommt. Und ich habe voll das Sprechen verlernt. Ey, tut mir leid, Leute. Aber da komme ich schon wieder rein. Arc kommt in letzter Zeit so wenig, weil... Was heißt so wenig? So wenig ist es nun auch nicht. Aber
Es war halt eine längere Pause, wo vielleicht schon manche von euch dachten, hä, was ist das denn jetzt, warum kommt kein Arc? Aber der hat gerade erst das Projekt angefangen. Ja, das liegt einfach nur daran, weil der Tobias ist gerade im Urlaub, im Skiurlaub. Und deswegen kann ich im Moment leider kein Arc bringen mit dem. Also, ich habe halt nur noch die... Scheiße, immer dieser gelbe. Ich habe halt nur die Videos gebracht, die wir dann auch im Voraus aufgenommen haben. Lol. Und das waren leider nur zwei Folgen. Aber, der ist jetzt, diese Woche kommt er schon wieder aus dem Urlaub. Das heißt, diese Woche schon, ne? Diese Woche fängt ja sogar schon wieder die Schule an. Also nächste Woche. Aber ist nicht mehr allzu lange, ne? Ist ein blauer. Und ja, dann kommt er diese Woche wieder. Und dann werden wir auch wieder schön Arc aufnehmen. Ganz gewohnt. Und da freue ich mich echt drauf, weil ich habe mega Bock auf Arc. Und deswegen braucht ihr auch bei so einem Projekt niemals Angst haben, dass es eingestellt wird. Weil das ist sowas im Moment wie Minecraft Bad Wars. Und Bad Wars mache ich jetzt schon über ein Jahr lang. Das ist so krass, ey. Das ist so krass. Und es geht einfach auch in 2016 weiter, Leute. Wobei ich finde, dass 2016 auch mal ist Zeit für so, für was Neues werden könnte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mit Bad Wars aufhöre, weil ihr feiert Bad Wars und das weiß ich. So, jetzt kommen mal hier ein paar Schafe an für dich, Gelber. Und es leckt bei mir halt. Ich weiß nicht warum. Wenn ihr mir das sagen könnt, dann sagt's mir. Es leckt halt echt deftig. Deftig, deftig. Alter, er konnte die ganze Zeit darüber rennen und ich habe mich noch nicht fortbewegt, weil es so geleckt hat. Manchmal, in letzter Zeit ist mein Internet irgendwie kacke. Könnte daran liegen, dass eine Baustelle vor meinem Haus ist und zwar eine Großbaustelle. Also unsere ganze Straße wird renoviert, aber trotzdem sollten die doch garantieren, dass es besseres Internet gibt. So, der schießt wieder mit seinem dummen Bogen. Juckt mich nicht, dein dummer Bogen. Okay, haben wir das. Alles klar, ist ja gar keine Zeitverzögerung bei mir. Ja, jetzt nicht mehr, das ist gut. So, rein da. Rein da in mein Mündchen mit dem Schweinebraten. Ach, der Gelbe, der macht mich gerade ein bisschen fertig. Holen wir uns erstmal bestes Equip und dann bleiben wir einfach mal in der Base, oder Leute? Oder Leute, 7, na, und 3. Zack. Ich habe mich noch gar nicht dran gewöhnt, wie ich jetzt in der Facecam aussehe, ohne so ein dickes Headset auf meinem Kopf halt. Und allgemein sehe ich heute irgendwie nicht ganz so spitz aus wie sonst. keine Ahnung. Ich dachte, ich mache trotzdem mit Facecam einfach, damit ihr mal wieder mit Facecam habt. Wenn ihr schon mal Bad Wars habt, dann als Entschädigung, dass so lange nichts kam. So, jetzt kannst du mich mal, Team Gelb. Jetzt wirst du hart gefickt. Jetzt wirst du gefickt, nämlich. Von allen Seiten hier kommen wir jetzt nämlich, um dich zu meutern, mein Lieber. Ja, ach, jetzt. Oh nein, es ist einer von der Sorte. Ich spam mit meinem Bogen. Boah, Alter, mein Ping geht aber gerade auch gar nicht klar. Alles klar. 1784 Millisekunden. Das ist jetzt nicht so das Wahre, würde ich sagen. Es dauert ordentlich lange. Was soll das denn, Alter? Okay, ich habe gehört, ich bin ein richtiger Ping-Player, ne? Ah, jetzt hat sich's, glaube ich, langsam wieder. 65 ist natürlich immer noch krass. Alles klar, ist jetzt wieder bei 216, nur weil ich mich auf die Brücke bewegt habe. Okay, okay, haben wir die Mitte? Leute, haben wir etwa die Mitte? Ja, wir haben die Mitte. Ich kann ja jetzt mit meinem 44 Millisekunden Ping halten. Und meinem guten Equip natürlich. Lebt der Gelbe nicht mehr? Ich glaube, der Gelbe lebt tatsächlich nicht mehr. Der Turm wurde von Verux. Verux wurde... Er lebt nicht mehr. Er lebt einfach nicht mehr. Es leben nur noch zwei Spieler insgesamt. Lol, Grün ist einfach komplett rausgegangen anscheinend. Das ist ein neuer Tiefpunkt auf dem Niveau des grünen Daseins, sag ich mal. Sowas hat man noch nie, liebe Damen und Herren. Okay.
Okay, Sophia, zeig mir mal den Spieler. Was sagt denn Sophia? In die Richtung sagst du, okay, da folge ich dir doch mal, da hoch, interessant. Weiter noch. Okay, und dann hier irgendwo vielleicht. Ach, Sophia, du bist ja ein Göttchen. Und er hatte sogar noch Bogen und so und versteckt sich dann. Nee, nee, Sophia, du bist echt spitze. Ich habe ganz vergessen, dass auf dieser Map hier oben ein Goldspawner ist. Da hätte ich mich ja viel besser equippen können. Naja. Who cares, ne? So, dann schnappen wir uns mal hier ein Eisenschwert anstatt einen Bogen, weil wir sind krasse Banger und brauchen keinen Bogen. Hat er nicht gesagt, Leute? Hat er nicht gesagt. Aber generell will ich jetzt keinen Bogen mehr, weil der andere hat mit Sicherheit auch keinen Bogen, dann brauche ich auch keinen. Sonst ist natürlich immer besser, einen Bogen zu holen, wenn man keinen hat, als ein Eisenschwert. Und mit einem Bogen kann man immer mehr anfangen. Immer schön auf Distanz halten und so. Und vielleicht hätte ich mir mit meinem Ping doch besser einen Bogen kaufen sollen, aber komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? So, der Rote wird da hinten sein. Was habe ich nochmal gesagt? Der hat mit Sicherheit eh keinen Bogen. Gut. Passiert. Was macht der denn jetzt? Der FC Pommes. Ist kein Problem. Holen wir uns eine Enderperle, würde ich sagen. Hacker, ja. Ich, weil ich habe das Feuer ausgemacht. Nee, er meint den Typen da vorne, ne? Und er schreibt wieso. Aber leider nicht im Global, sondern im Teamchat. Das ist, würde ich sagen, unpraktisch, wenn man so einen anderen Spieler fragt, wieso, jetzt schießt du noch auf mich, oder? Nee. Profis sagen da ja, er aimt und er checkt es nicht. Ich schreibe immer. Du schreibst im Team Chat. Oh nein, das ist mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. So. Jetzt habe ich ihm mal geholfen. Ach ja, thanks. Kein Ding. Gut. Haben wir wieder eine gute Tat heute vollbracht und diesen Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass er doch im Teamchat schreibt. So, da ist jetzt auch mein letztes Gold für die Enderperle. Mehr will ich doch gar nicht. Den Rest kannst du dir gerne in den Arsch schieben. Jetzt ab nach Hause. Wenn ich jetzt runtergeschossen werde, dann ragequitte ich. Alles klar, hat er. Dann ist ja nochmal gut gegangen, ne? Nochmal gut gegangen. So, Enderperle. Bam. Okay. So, er aimt immer noch auf den einen Typ, obwohl er ihn nicht treffen kann. Wäre vielleicht klüger, auf uns zu aimen, aber komm. Ist ja egal, ne? So, dann wird er jetzt mal schön geraggt von meiner Enderperle, weil meine Enderperle reckt gerne Leute. Kuckuck! Kuckuck, er hat mich entdeckt. Wow, wir rennen beide aneinander vorbei und ich hab ihn. Sehr schön. Das war knapp, aber ich hab ihn. GG. Leute, das war doch eine schöne 14-minütige Runde wieder zum Auftakt. Ich kann nicht mehr reden richtig, richtig Spiele kommentieren, aber das wird sich bestimmt wieder ändern. Ich komme wieder rein, Leute. Deswegen nehme ich jetzt gleich oder in einer Stunde oder so noch eine Folge auf. Die wird am 2.1. kommen, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Bei uns geht es jetzt natürlich auch weiter. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine positive Bewertung da. Das würde uns echt freuen. Und abonniert, um nichts zu verpassen. Gerne könnt ihr natürlich auch einen netten Kommentar da lassen oder euch gegenseitig in den Kommentaren irgendwas schreiben. Das freut uns auch immer zu lesen. Dann würde ich sagen, bis morgen. Haut rein und ciao, Leute.